Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratutu, beim Clan Spätzle mit Soße. Und ihr seht hier unsere aller letzte Base, der Account 3 Blatt Tüte. Okay, aber ihr seht, er hat eine Kanone, hurra. Aber worauf will ich eigentlich hinaus? Ja, Fair Play. Was ist eigentlich Fair Play? Ist immer sehr, sehr schwer zu sagen. Und ihr seht hier, ich gehe einfach jetzt mal 4 Bases runter, also 29, 28, 27, 26. Das ist schon ganz, ganz annehmlicher Rathaus 7 hier. Und ich glaube, das war ein 6er. Aber Gabusa, habt ihr schon mal gesehen bei mir in der Folge, ist ein Rathaus 7 und auch aufstrebend. Also hier wird durchgemaxt und dann wird das auch ein Rathaus 8 werden. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ja, dann wird das auch ein Rathaus 8 werden. Und dann fangen, glaube ich, unsere ersten Achter an. Ja, hier fangen die Achter an. Und dann haben wir noch 1, 2, 3 Achter, glaube ich. Und dann kommt schon unsere 9er. Also 24, 7 ist immer noch ein Achter. Der Fairplay ist auch ein Achter. Und ja, da gibt es das erste 9 mit Stefan 2.0. Ich zeige euch mal den Gegner. Und der sah unten so ein bisschen anders aus. Ihr seht das hier, also 30 ist ein Rathaus 9, wenn auch nicht sehr gut, aber ich denke mal, mit 220 Truppen reißt auf jeden Fall unseren 30er ganz locker um. Gar keine Frage. Und das ist dann Rathaus 8er, aber ich glaube, das war es dann auch schon. Da hier haben wir wieder 9, wir waren ja jetzt oben bei uns bis zur 23, glaube ich, hoch und hatten da ausschließlich 8er, beziehungsweise noch niedrigere Rathäuser. Ja, und lange sah es so aus, als wenn der gegnerische Clan sich Fairplay, ja, was heißt Fairplay verhält, ja, das ist ein Rusher hier, beziehungsweise das ist ein Engineered Account. Und was ich eigentlich damit sagen will, dass die unsere unteren 4 Bases gar nicht angegriffen haben. Und am Ende haben sie, wir gucken mal rein. Ja, sie haben dann tatsächlich auch unser Rathaus 7 hier umgeboxt, und zwar war es der 10er. Jetzt gebe ich das Ergebnis zwar schon preis, aber das ist nicht schlimm in dem Fall. Wir haben 83-82 gewonnen, denn der Gegner hat sich so ein bisschen ja so im Trockenen gehalten, denn irgendwann war es Fairplay vorbei. Ich weiß nicht, ob es Fairplay war, aber irgendwann haben die dann auch unsere unteren Bases gemacht, und das war ja gerade der 10er. Nee, war es der 10er? Was hatte ich gesagt? Doch, der 10er war es. Uma hat die 27 gemacht. Wir gucken uns den 10er auf der gegnerischen Seite einmal an. Da ist er. Und ein Rathaus 10. Also richtig, richtig krass. Da haben sie sich dann so ein bisschen in trockenen Tüchern gehabt. Und das, was ich ja immer so hasse, sind Wartungspausen. Ihr seht das. Reply is not longer available. Ja, da bin ich natürlich mal wieder zu spät. Das ist immer, oder das passiert mir mal öfter. Und ihr seht das hier, wir haben im letzten, beziehungsweise in den letzten Kämpfen hier der Max und auch meine Wenigkeit nochmal 5 Sterne dazu gewonnen. Und danach haben die Kollegen bei uns leider nichts mehr geholt. Selbst ein Unentschieden, glaube ich, hätte dem Clan hier nicht mehr gereicht. Und so haben die sich hier mit, ich glaube, sie hatten 1 oder 2 Zwölfer mehr. Sie hatten viel, viel mehr Zehner und Neuner. Habt ihr ja gesehen, wir waren unten sehr schwach besetzt. Also hier ist der Schuss glücklicherweise mal nach hinten losgegangen. Und wo wir mal beim Fairplay sind oder noch weiterhin sind, bleibe ich einfach mal dabei, was ich auch Fairplay finde. Das ist uns nämlich im letzten Clankrieg passiert. Das super, super Fairplay, muss man sagen. Also der Clan Lords of War, obwohl ihre Clanbeschreibung so ein bisschen, also ein bisschen eitel war und so ein bisschen angeberisch, haben wir uns davon nicht beirren lassen. Die Kollegen hatten eine 24er Serie. Wir, das habt ihr, glaube ich, in den letzten Videos gesehen, haben eine 9er Serie gehabt. Und eine 24er Serie, die lässt du dir natürlich als Lord of War nicht gerne nehmen, muss man so sagen. Und dementsprechend haben wir auch ziemlich hart dagegen gestunken. Was hat hier der Micha gemacht? Der Micha ist hier auf Rathaus 10 auf 9, also ist ein Dip, so ein bisschen runter mit Hox. Die Maschine ist ja niedlich, muss ich mal so sagen. Und die geht so, oh ja, komm, mach noch einen. Mach den, obwohl da gar keine Mauer mehr, eigentlich war da gar keine Mauer mehr. Und denn
Die Mauer, beziehungsweise das Rathaus war ja schon erreichbar für die Karre. Naja, egal. Jetzt tanken hier unten ein Riese und ein Golem und der Rest, ja, die Queen ist noch in der Mitte. Ich glaube, so ein Dip hier, der muss einfach funktionieren. Ist natürlich eine haarige Ecke hier oben. Mit zwei Riesenbomben und drei Magiertürmen auf einmal. Das ist schon ein Ding, auch für Level 6 Hawks ohne Heil nicht zu knacken. Muss man mal einfach so sagen. Und ja, da glaube ich trotzdem ganz gut gelöst, denn hier unten ums Rathaus, da waren die ganze Zeit die Defensivgebäude abgelenkt auf den Golem und so konnten die Reiter, die Schweinereiter hier, ganz, ganz locker das Feld räumen. Also hat er ganz schön gemacht hier und der Clankrieg hier war immer sehr, sehr auf Augenhöhe. Mal haben wir geführt, mal hat der Gegner geführt, ihr kennt das. Und es blieb eigentlich immer ein bisschen spannend. Der Gegner hat eine etwas andere Taktik gehabt, die sind tatsächlich von unten nach oben gegangen, also haben wirklich teilweise mal wieder versucht, 10 auf 10 bei uns zu dreiern. Was sehr, sehr schwer ist, denn in den letzten Clankriegen haben hier die Zehner die Clankriege immer entschieden, weil sie nicht gedreiert wurden. Das fand ich natürlich sehr, sehr gut. Und gucken wir uns mal nach noch so Angriffe an. Hier haben wir den Mastengo vom Kleinspätzle, mit, ist auch ein witziger Name, auf die Nummer 4 von Lords of War mit vorweg Queen Walk. Und er hat sich so ein bisschen des Machttranks bemüht, also hier mit Machttrank die Truppen so ein bisschen hoch gepimpt. Ich weiß nicht, ich glaube, die Packers sind bei ihm noch nicht ganz Max und die Hexen, ich weiß nicht, was er da hat, oder die Babydrachen. Sei mal dahingestellt, irgendwann wird es ja immer weniger, wo du was im Labor aufpeppen kannst mit dem Machttrank, aber ich meine, gut, wenn erstmal genommen hast, dann machst du natürlich auch in der Regel deine beiden Angriffe innerhalb einer Stunde. Ach, ich muss jetzt erstmal kurz einmal so ein bisschen Schweiß abwischen, entschuldigt bitte. Und von daher kommt er hier aber sehr, sehr gut in die Base rein und ist immer noch. Ich will diese Taktik hier nicht als Oldschool-Taktik bezeichnen, aber sie ist nicht mehr ganz so up to date, glaube ich. Aber sie funktioniert nach wie vor. So muss man es ganz klar sagen. Sie funktioniert nach wie vor und auch hier. Rathaus ist noch nicht ganz auf voller Aufbaustufe, also ist noch kein Rathaus 5, denn da musst du ein bisschen aufpassen. Worden hat er aber, glaube ich, eben gut gezündet. Da waren richtig, richtig viele Truppen in der Aura, beziehungsweise dann in der Warden Ability mit drin. Und ihr seht das hier, so ein Packer ist echt Gold wert. Packers gehen hier, sie gehen hier wirklich hart durch. Sie gehen echt hart durch und ich nehme die ja auch nach wie vor gerne mit. Ihr seht hier hinten sind immer noch zwei Stück der netten Damen, der netten Damage-Damen unterwegs und machen hier eine Defense nach der nächsten, schön die Mauern immer schön zwei, drei Schläge für die Mauern und tanken tun allerdings die kleinen Barbaren und ich glaube, das hat er hier ganz gut gelöst und Queen ist jetzt noch zündbar. Zwei Bogenschützentürme, ja, einer ein bisschen weiter weg, aber Queen wird jetzt noch mal durchgehalten hier unten und hier in der Aura des Wardens immer noch die Packies. Immer noch die Packies am Rumeiern, noch fast voller Heil. Die haben noch so gut wie keinen Schaden genommen. Was ihr seht, das was wirklich krass ist. Ein Schlag von zwei Päcker, Kanone down. Wirklich, wirklich super. Was die Jungs, nein, es sind ja keine Jungs, was die Mädels hier aushalten unter ihrer Blechrüstung und hier oben, da ist die Queen, macht noch das letzte Lager. Jetzt müssen die hier natürlich noch mal durch diese Mauern durch. X-Bogen ballert da noch, aber sind wir ehrlich, so ein Maxed-Out-Packer, der hat auch richtig, richtig viele Points. Und starke Truppe, sage ich ja gar nicht oft genug. Also nutzt die Packer-Damen, denn die können nicht nur tanken, sondern sie können auch richtig Schaden austeilen. Super gemacht hier, 2 auf Nummer 2. Ich zeige es ja nicht oft, aber ich zeige es euch mal. Ein Angriff auf meine Base. Ein Angriff auf meine Base. Ich zeige euch den ganz, ganz bewusst vom SWAT 25. Denn die Truppe hier, beziehungsweise ist ja eigentlich so ein bisschen so ein Standardangriff: Hexenbowler, Riesen. Aber die Riesen hier mal so ein bisschen anders gesetzt, als ich es auch kenne. Also immer drei Riesen, paar Hexen, paar Bowler dahinter. Erst auf einer Seite angefangen mit dem Funnel, dann auf der anderen Seite angefangen mit dem Funnel. Und dann gehen die restlichen Truppen hier wirklich nett durch die Mitte durch. Also wirklich schönes Ding hier, schön gefunnelt, super in die Mitte gekommen. Und was ich hier auch sehr, sehr beeindruckend fand, das ist ja der Gegner.
Kann man ja auch immer honorieren, beziehungsweise man kann den Gegner ja auch schönreden. Also ihr wisst schon, wie ich das meine. Man zollt ihm halt Tribut und so nach dem Motto, Mensch, das hat der Gegner super gemacht. Und mit Heilzauber unterstützt. Fand ich sehr, sehr gut, hier die Heilzauber vermehrt einzusetzen und nicht immer nur so Standard Wutsprung, Ende. Ja, sondern auch mal die Heilzauber hier so ein bisschen genutzt. Und an der Stelle haben wir zwar noch gesagt, oh, glücklicherweise keine 3. Aber eigentlich, wenn man unten mal durchzählt, wie viele Hexen hier noch da sind, noch ein Bowler da, dann hat er noch einen Lucky, der jetzt noch den Weg so ein bisschen schmaler macht. Der hat noch eine Queen, der hat noch den Warden, also alles ist in der Warden-Aura. Und alles das, was ja in der Warden-Aura ist, hat ja nochmal prozentual etwas mehr Trefferpunkte. Jetzt habe ich da zwar noch eine Bombe, ihr seht das hier, das juckt Vierer Hexen überhaupt nicht. Und dann haben wir aber doch irgendwo gesehen, der Angriff ist doch mal sehr, sehr nett. Mein lieber Mann, Toto kassiert 3, das hat es eben noch keinem CK auf dieser Base hier gegeben. Es war schon knapp, immer. Aber solange ich eigentlich keine Dreier kassiere, stelle ich meine Base auch nicht um. Ich glaube, jetzt ist es mal in der Zeit, sich eine neue zu suchen. Aber die Base ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Und wer genau hingeguckt hat, es ist eine Base, die ein YouTuber-Kollege gebaut hat, nämlich der Itzu. Und seitdem ich die eigentlich habe, hat sie immer ganz gut gehalten. Dieses Mal nicht, also vielleicht ist doch mal Zeit für was Neues. Und der Clan hat dann auch leider 87-85 gewonnen. Das ist aber nicht schlimm, das ist überhaupt nicht schlimm. Also ich hatte ja auch schon gesagt, the Lords will be teach you how to play, watch us. Okay, das hört sich ein bisschen arrogant an, aber so arrogant sind die Jungs und Mädels hier gar nicht gewesen vom anderen Clan. Denn, das kann ich euch leider nur noch per Bild einblenden, denn ich habe es festgehalten, weil ich genau weiß, dass hier bei uns sehr, sehr viel gechattet wird. Der Clan, der Sword 25 war hier im Clan drin, also ist einfach mal rübergekommen. Und wir haben auch schon im Vorfeld gesagt, nach dem Clankrieg, dass wir sicherlich den Clan enorme Schwierigkeiten bereitet haben, dass sie ihre Serie halten. Und der Sword kam hier dann tatsächlich rein. Und ich habe ihn dann ja auch angenommen. Und nice clan war from you guys. Also sehr, sehr nett, kann man ja auch mal sagen, dass auch der Clankrieg sehr stark war. Und er schreibt dann auch, thanks for great war yesterday. It's the hardest one since 2 months. Also auch das ist natürlich echt super. Auch der Gegner fand ich sehr, sehr fair. Also um bei dem Thema Fair Play zu bleiben, fand ich sehr, sehr nett, sehr, sehr fair, sich für den schönen Clankrieg zu bedanken. Und das ermuntert uns natürlich, dass wir wirklich einen starken Clankrieg gespielt haben. Das wissen wir auch, dass wir eigentlich relativ stabil und stark sind. Ich meine, dass das eine rote Ding hier, das haut uns jetzt nicht um. Aber irgendwie würden wir doch mal gerne wieder in die Zweistelligkeit der Grünen kommen. Mal sehen, was die nächsten Clankriege mit sich bringen. Ich hoffe, die Folge Fairplay mit mir hat euch ganz gut gefallen. Ja, ich würde einfach sagen, wir hören und sehen uns ja. Ich werde euch noch am Sonntag ein schönes Video präsentieren und noch einiges zu etwas ganz Bestimmten sagen. Bis dahin, euer Toto. Bis später.